Willst du noch irgendwas einkaufen oder so eigentlich? Soll ich was am Leben lassen? Hast du ein Fire Sale? Nee, aber... ich bin mit der Shotgun irgendwie nicht so zufrieden. Die ist nicht so geil. Die ist nicht schlecht, aber... Mir geht halt super schnell hier die Munition alle für das Ding. Ja, aber deswegen kommen ja gleich wieder Hunde, oder? Ich meine, die kommen doch alle 5 Runden. Ey, wie das Baby unsterblich ist, bis es aus der Kimme krabbelt. Ja, es muss geboren sein, um es zu töten. Ja, nee, man kann nichts töten, was nicht richtig lebt. Das ist doch schwul. Und wie sie auch wirklich smellen, ne? Er sagt auch, Baby-Smell. Smellen ekelhaft, ja. Die smellen also, richtig garstig. Es kommt ja dann hier nochmal so ein Remake und dafür kommt ja dann am Ende hier Virtual Nose Reality oder so und dann... Ja, aber irgendwie smellt hier alles ziemlich nach Führerbunker. Aber Mann, ich hab keine Mumien. Glaubst du, damals im Bunker hat's richtig gestunken? Ja, nee, ich glaube, die hatten gute Abluftsysteme. Denkst du wirklich? Deutsche Ingenieure. Aber so am Ende, ich meine so als dann... Die dann wochenlang schon, da drin saßen, ja, alle. Genau, ja, da muss es ja am Ende zugegangen sein, weißt du, die müssen ja irgendwie so dieses Hurra, die Welt geht untermäßig. Weißt du, die haben so auch so Konservenlotto gemacht oder sowas. Ja. Oh, mit Speck. Die werden auf jeden Fall den ganzen Shampoos gesoffen haben und so, weil man davon ausgeht, dass sie bis zum Ende gedacht haben, sie gewinnen gerade. Geh down, so. Ja, da bin ich down. Geil. Ja, aber ist ja gleich eine Nuke mitgebracht, also kann ich dich eventuell. Ja, aber trotzdem, jetzt habe ich meinen Bow verloren. Ja, dann geh nicht down. Geil. Du schreibst auf einen Zettel, packst den Keks ein und... Ja, wieso? Nö, dann roll ich den zusammen und schieb ihn mir in den After. Ja, hast eine Lebensweisheit für die nächste Generation, die dich irgendwann mal findet. Das Erste, was sie machen werden, ist gucken, was du damals für Dinge gegessen hast. Die werden Afterhöhlen ausgraben. Ja, die werden erstmal deinen Schlitzer forschen da hinten. Ja. Die werden sagen, oh, was ist das? So was haben wir nicht. Er hat wenig Müsli gegessen. Das ist ein Arschloch, wovon die immer reden. Ach komm schon, ich krieg nur so Dreck. War das auch schon damals so, dass man nur Dreck bekommen hat? In den Kisten? Nee, das Spiel hat nur damals schon entschieden, wer cool ist und coole Sachen kriegt und wer scheiße ist und beschissene Sachen. Guck mal, wie viel Geld der hat und wie ich hier am Stock gehe, ne? Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Also normalerweise ja immer umgekehrt. Du tust ja auch die ganze Zeit. Nein, du hast ja auch die Crowd. Du bist einfach nur den ganzen Tag, hängst an dieser Truhe rum. Das ist ein Problem. Ey, irgendwie war die Raygun auch mal besser früher. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Die war früher irgendwie, ne? Ja, was soll ich mir denn holen? Ich bin out of juice, sagt er auch noch. Out of juice bin ich. Also, das hat er wirklich gesagt. Out of juice. Du hast jetzt schon so viel Geld da reingesteckt. Weißt du, im Prinzip musst du ja zwischendurch auch mal eine Waffe nehmen und die irgendwie behalten. Ja, die Shotgun, die gebe ich ab. Die stinkt einfach. Ich mag die nicht. Ich kaufe mir hier die AK. Die war schon damals ziemlich eine Pharma-Waffe. Na toll! Ach, fick dich doch! Ich kaufe die AK und es kommt eine Max-Ammo. Ach, komm schon. Die Runde hasst mich. Die Runde hasst mich hart. Also, bei mir läuft's richtig gut. Ja, und ich glaube, ich gehe schon wieder down, weil ich bin total benebelt und sehe nichts. Ach, das war eben gerade mega Glück, dass ich hier noch rausgegangen bin. Du hast einfach die falschen Freunde. Ja, irgendwie schon. Das ist dein Problem. Weil ich hänge bei diesen Freunden draußen bei den Mülltonnen rum. Das sind immer die bösen Kids, weißt du? Ja. Das sind nicht die Halbcoolen, die an der Bushaltestelle... Nein, das sind die richtig Bösen. Die Dumpster-Kids. Dumpster-Kids sind die gefährlichsten Kids. Ich bin geboren in diesem Dumpster, ich werde sterben in diesem Dumpster. Hey, willst du da was in meinen Dumpster schmeißen? Ja, ist noch ein bisschen alte Lasagne. Okay, dann rein damit. geh weiter. Mein Vater kam in diesem Dumpster zur Welt. Sein Vater kam in diesen Dumpster und dann kam ich zur Welt. Wir sind eine Dumpster-Generation. Er hat einfach mal so einen kleinen Dumpster-Spritz gemacht, da lag zufällig meine Mutter drin. Aber ich habe trotzdem mehr Kills, wie geht denn das? Habe ich alles ausgegeben, ne? Ich habe 10 Kills mehr. Oh ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ruf die Punkte mal sind aber ausschlaggebend. Die Punkte sind. Ja, aber Freund. Wie gesagt, ich habe ja auch nur so Spready Weapons. Spready Way? Mach mal hier das Geschütz oben an, du hast doch Geld. Aber weniger Stress. Geht nicht. Doch, klar, einfach hinrennen. Einfach 1500. Hinrennen. Okay. Ja, hier läuft doch. Führergeschütz. Wird auch fremd geführt. Es wird fremd geführt, ja.
Alter, wie sie hier abgehen, jetzt steil, diese Hunde, ne? Alter Schwede. Selbst das Geschütz muss ganz schön lange reinschützen. Dann sind wir raus. Warte. Okay, du bist ja, bereit? Ja. Was ist das für Perks? Na, hier hinten ist irgendwo Speedo Collo. Yo, Collo? Ah ja, da. Ja, wer auf der Bühne steht, hat das meiste Geld. Das war schon immer so, ne? Fame, ja, nur, dass ich nicht auf der Bühne stehe. Ach komm, hier nochmal. Machen wir es mal an. Guck mal, ich muss sogar nageln, weißt du? Da merkt man, ich bin verzweifelt. Der nagelt schon! Lech. Tja, ich bin halt die Birgit Schrohwange des Zombie-Modus. Immer gleich. Immer gleich, ey. Bin immer da gewesen. Ich war nie anders. Nie eine Falte mehr. Und immer gleich gelispelt. Original ja, Lispler. Ne? So ein bisschen lispelt die auch, oder? Total, ein bisschen? Alter, die hat totalen Sprachschaden. Wie wurde die eigentlich Journalistin? Nein, welchen Bock hat die geblowt? Nein, Birgit Schrohwange. Du meinst die Blonde von RTL.12 oder so meinst du? Die hat beide hart gelispelt? Nee, ja, die Blonde ist ja ein Totalausfall, oder? Ja. Da versteht ja niemand, was die eigentlich sagt. Deswegen kriegt sie auch nur die Kindernachrichten. Auf die Kindernachrichten vorlesen. Irgendwer bei RTL hat mal gesagt, hey, wir haben auch 1% Behindertenquote. Oh, da habe ich was. Ich finde, hier kann man auch so viel hängen bleiben, ne? Auf der Karte. Ja, du, mit hängen bleiben hast du Erfahrung. Ja, seitdem ich deine Mutter kenne und die betreue. Alter! Geht doch nicht, dass hier eine gepanschte Waffe so wenig Schaden macht. Ja, Dumpster Babies. Oh, warte noch mit dem Sale. Warte noch mit dem Sale. Ich will unbedingt ein bisschen was salen. Also nicht einsammeln. Du sailst ja schon die ganze Zeit, Alter. Ja, aber ich hab ja nichts. Ich bin ja bare naked. Du musst ja irgendwas Bestimmtes suchen. Du musst ja schon 10.000 Mücken ausgegeben haben oder so. Ja, ich habe eine Menge ausgegeben. Ich suche irgendwas. Ich krieg ja immer nur so Sachen wie chinesisches Bein oder so ein Blödsinn. Ja, reicht doch. Ja, reicht doch. Vielleicht in COD China. Ja. Das ist das einzig Wahre. Irgendwann wird nichts anderes mehr gespielt. Ja, wenn ich es denn mal spielen kann, ist ja unmöglich. Dauernd den 100er. Ah, ihr Teufelsdiener, ich krieg euch alle. Oh, da ist, glaube ich, eine FAL drin. Aus dem Weg, ich brauch dich, Fehlanleitung? Ach komm, was ist hier los? Munition ist schon wieder alle. Hier, kannst du haben. Ich komme ja nicht mal zum Aim, weil die lassen mich irgendwie nicht. Die lassen mich irgendwie nicht. Ich weiß, worauf du wartest. Du wartest die ganze Zeit nur auf die Donnerkanone. Ja. Das ist dein Begehr. Hätte ich nichts dagegen, so eine kleine Donner-Döner-Kanone. Mit extra Zwiebeln. Donner-Döner-Tello. Aber ich hätte schon Bock auf Döner. Aber vielleicht ist heute auch so ein Mac-Turn-Tag. Ich habe irgendwie voll Bock auf Mac heute. Ich glaube, heute ist MacD-Tag bei mir. Heute ist, glaube ich, ein MacD-Tag, ja. Also, wenn die Aufnahme durch ist, ich gehe erstmal zum Mac's. Ja, ich hatte ja überlegt, auch mal nach Ikea ein paar Hotdogs, weißt du, aber. Weit weg, das lohnt sich nicht so. Also es lohnt sich schon. Aber kann man nicht Hotdogs auch zu Hause machen, wenn man... Ja, aber nicht, es ist einfach nicht das Gleiche. Not the same, bro. Kennst du noch diesen Film aus 90ern, Fast Food Family? Ja. Mit Christina Applegate? Ja. Irgendwie würden wir perfekt in diese... Man merkt richtig, dass wir geprägt sind durch Fast Food Family und so Sachen, ne? Weil früher war es irgendwie cool, Chemie zu essen. Heute ist ja jeder so Bio und Öko, aber früher war es richtig cool, so boah, das ist ja fast kein, ja, ist ja fast kein Lebensmittel, ne? Mehr drin, so auf die Art, ne? Ja, ja, aber wie geil. Geil, du hast ein Würstchen gefunden, das nur 10% Fleisch hat? Ja. Cool, weißt du? Da war man richtig King. Wenn man ungesundes Leben zelebriert hat. Oder kennst du auch Flodders? Ja, ja, klar. Du bist ja auch noch von Tabak und Limo ernährt, oder? Ja, aber das ist der right way, Alter. Das ist der American way. Aber die waren doch Holländer. Aber die waren total amerikanisch orientiert, ne? Ja, ja.
Das sollte ja eigentlich so eine Ami-Parodie werden, aber dann irgendwann wurde es so erfolgreich, dass sie einen zweiten Film bekommen haben und eine Serie. Aber die Serie war cool. Mit diesem Hartz-IV-Sozialarbeiter. Klaus, oder wie der hieß, dem ans Gute geglaubt hat. Ja, stimmt. Der eigentlich war die Serie geglaubt. Seiner Zeit damals weit voraus, finde ich. Ja, ja. Das waren eigentlich im Grunde Hellseher. Die wussten schon, was auf uns zukommt. Welche Wandwaffe ist denn eigentlich geil? Mit was kann man denn so arbeiten hier? Na, eigentlich die Kinowandwaffe, würde ich fast behaupten. Ich habe immer noch nichts Gutes, ja. Oh, mein Handy klingelt. Upsa. Ich habe hier nur Garbage. Garbage, ja. Oh nein. Alter, wie sie auch noch ohne Kopf mir geben. Ach du Scheiße, ich bin Deep Red! Deep Red Babies on my feet! Oh. Ich geb dir Nackendeckung! Nackendeckung? Ist die eine Waffe schon wieder leer? Also ich tendiere dazu, mir die Wandwaffe zu gönnen. Ja, aber welche? Hab ich das richtig gesagt? Gönnen? Gönnung? Mach da mal eine Gönnung. Ein Gönnjor. Oh, ich hasse diese Babys, die sind Krebs! Die sind einfach Krebs, ja! Das sind all die Babys, die in den Prom Nights in den... Ja, und es sind endlos viele. Weil Teenager einfach keinen Anstand haben. Ja, ja. Deswegen gucke ich jetzt auch dieses Vice President, oder wie heißt es hier? Ja, Vice Principals. Ah, genau, richtig geil. Hast du schon die Folge 3 gesehen? Nee, ich habe nur die ersten beiden geschaut bisher. Ja, ist einfach gut, Mann, ist einfach gut. Das ist so ein bisschen vom Feeling her halt dieses, man denkt die ganze Zeit, Alter, das geht so schief und man will irgendwie... Schreien, weißt du? Kennst du dieses Stromberg-Ding, wo man immer denkt, Mann, Stromberg, reiß dich doch mal zusammen! Oh! Guck mal, wie er hier die Crowd übernimmt, Gangster. Ja, ich muss erst mal ein Magazin hier leer schießen, damit es auch lohnt zu punchen gleich. Oh, da hinten ist Munition. Warte aber noch, warte noch, warte noch. Und den Fire Sale, warte noch, ich habe immer noch keine gute Waffe. Boah, soll ich jetzt 10 Minuten warten, bis du eine Knarre hast und dann die Munition einsammeln, oder wie? Ja, mach doch mal erst deine Waffe leer. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, Alter. Ja, klar. Können wir ein bisschen Raygun. Es blinkt schon, hallo, ich sammle. Dann los. Was ist das? Aber lass es da liegen. Ja. Ich muss mir erstmal in einer Viertelstunde eine neue Waffe kaufen. Ja, muss. Ja, aber wie willst du, das ist doch technisch nicht möglich, dass das so lange hier liegt, bis du eine neue Knarre hast, die dann leer schießt, um dann die Munition zu sammeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann sowas, Barbarossi. Das geht überhaupt nicht. Skill, Mann. Oh, Affen. Das sind Affen drin. Na, dann nimm. Wo waren nochmal die Affen? Auf der 3? Auf G? Auf was? Weiß es nicht. Auf Q? Auf 3GQ. 3GQ. Auf 4? Auf F? Auf T? Jetzt bin ich im Chat. War was? Wer stöhnt denn da? Keine Ahnung! Hörst du das? Das ist so ein heftiges Grummelstöhnen gewesen. Ja, vielleicht hat bei dir irgendwo einer festgesteckt. Moment, das ist Messern, Q, Y, 5? Die einfachsten Dinge, die wir nicht mehr hinkriegen. Muss das Alter sein. Ja, irgendwie schon. Auf der 6? Was? Auf der 6? Auf X vielleicht, auf X? Nein. Auf 5? Auf 6? X, 6, 5? Mehr kann ich da unten nicht sehen. Hä? Jetzt habe ich alle meine Affen wieder verloren? Vielleicht hast du sie nie eingesammelt? Nein. Jetzt sind sie wieder da. Auf der 3? Auf der 1? Nein. Moment. Das gibt doch alles gar keinen Sinn. Wo waren nochmal die Affen, Kreis? Wo waren nochmal die Affen? Ich muss auf jeden Fall ins Menü, lass einen am Leben. Ich muss es rausfinden. Ich habe Affen, kannst du nicht werfen? Ist doch schwul. Auf B? Ich habe keine mehr. Ich gehe kurz ins Menü, ja? Ja, okay. Settings. Oh. Habe ich vielleicht doch noch welche hinter mir? Nein. Boah, Explosion, Alter. Settings, Controls, Combat. Special Ammo. Special Ammo? Throw Tacticals auf 4? Komm schon. Sind das taktische Sachen? Hey, jetzt geht's auf der 4. Ihr wollt mich doch verarschen. Eben ging's nicht auf der 4. Es ging nicht auf der 4.
Ich wusste doch, dass die 4 ist. Ich glaube, du hast einfach mit deinen Wurstfingern nicht richtig getroffen. Ich habe 4 gedrückt. Ich habe 3, 4, 5 und alles abgedrückt. Ich habe eine Menge abgedrückt. Weißt du, das fanden die früher als richtig krass, ne? So, boah, und dann geht der von der einen Plattform zur anderen und schaltet das Ding an. Ja, Hammer, ne? Ja. Gehst du punchen? Warte, ich will auch dann aber. Gehst du tanke? Ich geh tanke, Alter. Bringst du Karacha mit? Karacha. Karacha, la Cucaracha. Eine Cola Karacha. Nein, wenn du ein Loch in dein Karacha stichst, um zu gucken, ob der Käse mild ist. komm rein. Ist das ein La Cucaracha? Oder eine Cola mit Karacha. Oder eine Cola mit Karacha. Ja, ich hätte gerne eine Cola mit Karacha. Eine Cola Karacha. La Cola Karacha. Klingt irgendwie wie so ein Schlachtruf von irgendeinem Präsidenten. La Cola Karacha. Wahrscheinlich sind wir jetzt, ja, wahrscheinlich werden wir jetzt von Amerika verfolgt. Guck mal, ich hab ein S für Smarty. Smarty. Oh, jetzt ist sie aber, ja, glaube ich, Don der Esther. Oh, Bibliotheker. Wie lange dauert das hier? Ich weiß es nicht. Ach, die hatten früher keine Ahnung, wie man ein richtiges Spiel macht, ne? Das ist, Oh, jetzt bin ich hier. Ich bin im Raketenraum. Kann ich hier die Rakete anfassen? Oh, ich habe die rote Rakete angefasst. Echt? Kam ein Geräusch? Ist nicht Five auch eine der kompliziertesten Karten in der ganzen History of COD? Five war krass, ne? Haben wir aber auch ganz wenig gespielt nur. Ja. Glaubst du, Geld an und kann sowas? Oder denkst du, da sagt er, nee, ich bin einer von den New Kids? Weiß ich nicht. Ja, ist, glaube ich, New Kid. Das ist ein New Kidsler, ne? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. It's cooling down, Mann. Wie damals auch die ganze Technik so schnell überhitzt hat, ne? Ja, so richtig. Da musste man noch kühlen, ey. Heute irgendwie Stickstoffaggregate und. War noch richtig billig, ne? Damals. Ja. Vier Perks, mehr ging hier nicht, ne? Ich glaube ja, 5 ist ja jetzt so dieser neumodische IW-Quatsch. Echt? Ja, ich glaube, im Dreier ging doch auch nur 4. Bis glaub, dann halt die Geräte kommen mit meiner modernen Tastatur einfach nicht klar hier. Geht's dir gut? Ja, ja. Aber meine moderne Tastatur ist einfach zu modern. Ja, ich hab mal hier das Geschütz, weißt du, das macht das immer so. Ja, ne, es knattert ein bisschen rein und entspannt den Anus. Ja, eben. Ich mag das halt nicht so, wenn es den ganzen Tag so angespannt ist. Und bei dir muss man ja aufpassen. Ab und zu musst du eben lüften, ne? Da sitzt man den ganzen Tag verkrampft. Den alten Nusswind rauslassen. Was hat er gerade gesagt? Loblanski? Loblanski. Loblanski. Oh, die Blundergun. Das waren noch Zeiten, ne? Im Knast damals. Boah, im Knast, das waren Zeiten. Ich hab gehört, wir müssen bald wieder in den Knast. Ja, hab ich auch gehört, aber wegen anderer Verbrechen. An der Menschlichkeit. Obwohl, mochtest du die Knastkarte nicht? Die war dir doch ganz lieb, oder hast du die auch gehasst? Ich weiß ja nicht, irgendwie hast du so eine Hassliste. Aber Kino hast du. Kino ist scheiße. Aber du spielst es jetzt gerade und hast innerlich aber voll den angestauten Darm. Naja, aber guck mal hier, Staudarm, Alter. Jetzt passiert ja hier nichts mehr. Weißt du, so, das ist halt das ist Zombie-Modus. Ja, das ist eigentlich der Zombie-Modus, den immer alle haben wollen, ne? Ja, das ist der Zombie-Modus, den alle haben wollen, dass nichts passiert. Was haben sie für neue Ideen für den neuen Zombie-Modus? Also, ein Raum, ganz viele Zombies und nichts passiert. Genial. Einfach nur genial. Super Idee. Wer hat diesen Mann eingestellt? Sie kriegen eine Gehaltserhöhung. Ich bin ja eigentlich nur der Hausmeister. Ein Raum? Mach hier nur die Klosteine. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er sich so mit seinem Stuhl umdreht. Also, passen Sie auf. Ein Raum? Ja. Ganz viele Zombies? Ja. Wenig Waffen? Okay. Und nichts passiert. Genial. Genial. Trinkt so einen Schluck Wasser, setzt ab, guckt noch so nach oben. Als wäre irgendwas. Überlegt noch so kurz. Kann man das? Schaffen das auch die High-End-PCs? Gerade so. Gerade so geht und das. Und dazu, jetzt kommt das Sahnehäufchen. Und dazu, schlechte Texturen, aber maximale Auslastung. Ja, das ist geil. Das ist geil. Oh, die Leute werden es lieben. Activision, sie haben es mal wieder geschafft. Hier sind ihre 35 Millionen. Duty Caller. Die Idee ist mindestens 30 Millionen Dollar wert, ne? Und wie nennen wir das Ganze? Passen Sie auf, wir drehen es einfach um. Duty Caller. Duty Calls. Die Pflicht ruft an. Der Mountain Calls, der Berg ruft. Die deutsche Version.
Team Sauerkraut. Das Kraut, die Deutschen werden es lieben. Call of the Krauts. Kraut Call. Laut unseren Statistiken schauen 63% der Deutschen Pipi-Pornos und spielen Call of Duty. Ist ja in Deutschland extrem beliebt, ne? Abartige Pornos. Was? Weiß ich nicht. Nee, Pipi-Pornos sind wir ganz hoch im Kurs. Dann bin ich kein Deutscher, zum Glück. Ja, du bist ja der Schlimmste hier mit deinem Two Waschbären, One Cup. Ja, genau, Two Waschbären. Ein Waschbär, eine Ente, ein Flamingo und eine Tasse. Was wird passieren, ne? Komm jetzt gerade so richtig vor. Wie die in so einem Raum sitzen, so einem Amateurraum mit einer Couch und einem Tisch, wo die Tasse draufsteht. Was stinkt der Bär mir? Er hat's gesagt. Das ist halt die Magie von Black Hawks 1. Da kommt man irgendwie auf die dümmsten Dinge. Das ist wie ein langweiliger Arbeitsplatz. Wenn du an so einem Arbeitsplatz bist, wo du Achterbahn testest, natürlich schreibst du keinen Roman. Ja, ja. Aber wenn du Nachtwärter, ich glaube, Nachtwärter schreiben auch die besten Bücher. Boah, es gibt so ein Dings. Gehst du punchen? Was? Nein, ich mach nur schon mal an. Ich habe mal Praktikum gemacht so und da war ein Typ, der hat Nachtschicht, hat er gearbeitet. Und der hat auf so einem Monitor, waren die ganze Zeit so Tabellen. Und wenn irgendwann, also es sind, waren immer so Balken dann auch, wie in so einem Diagramm, die sind halt immer rauf und runter gegangen. Und irgendwann, wenn einer von den Balken rot geworden ist, musste er jemanden anrufen. Das war alles. Mehr musste er gar nicht machen, er musste nur jemanden anrufen und sagen, das und das ist passiert. Wenn, also der und der Balken ist im roten Bereich und dann okay, alles klar. Und das hat er, jede Nacht hat er das gemacht, monatelang. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, kann ich dir sagen. Nee, er ist tot. Er sagt so, ja, aber es sagt ja keiner was, er schaut immer Filme und bla bla, weißt du, so, er muss halt nur aufpassen, wenn der Balken rot wird und er nicht anruft, dann fliegt er raus. Ja, aber ich hatte auch mal so einen Job, wo ich auch nur am Empfang saß und ich habe auch nur Filme geguckt. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Wenn man faul ist und sich in seinem Beruf nicht verwirklichen will, ist es gut. Ja, ja. Wenn man aber so ein Zielstrebiger ist, weißt du, er sagt, boah, ich will den Chef heute mal überraschen. Ja, oder man, wenn man generell mal ein bisschen weiterkommen will, ne? Ja, dann ist nicht gut. Mach mal, wo ist er? Wieder im Anfangsraum ist jetzt, glaube ich. Mir ist die Munition ausgegangen. Aber ich wollte mir hier noch eine geile Schweppen holen. War hier nicht noch die Olymp? Ich muss gleich die Raygun irgendwann punchen gehen. Gab's hier nicht Olymp oder so? Ja, Olympia. Ich spiele jetzt gerade die Olympia. Du bist ein richtiger Olympionike, bist du. Konnte man die punchen und die war dann gut? Weiß ich nicht mehr. Also eigentlich braucht man die Thunder Gun. Die war mega nice, die will ich auch die ganze Zeit angeln. Oder die Ding. Oh! Nee, der bringt mir jetzt gerade gar nichts. Aber mir. Weil ich komme hier nämlich. Mr. Monkey. Ich komme hier nicht mehr raus aus der Geschichte. War die gut? Irgendeiner war richtig gut, auch von diesen. Oh Gott! Hab ich eben gerade. Ich kam nicht dran vorbei. Da eben gerade wurde mein Asshole ziemlich getoucht. Nee, war gut. Oh. Ja, ich. Okay. Was denn? Ich hab eben noch eine Max-Ammo bekommen. Ach so. I need the right! Moment mal, war das nicht die Waffe? Irgendeine hat man doch dann auf einmal Akimbo bekommen. Boah, ich weiß aber nicht welche. Vielleicht die Akimbo-Pistolen? Nee, ich meine Shotguns Akimbo. Irgendwas gab's doch da, so Shotgun Akimbo-Style. Akimbo Shotgun? Ja, war doch hier in BO1. Hey. Doch, irgendeiner war das. Ja, das BO1 war? Ja. 100. Was ist denn jetzt schon wieder? Ab und zu bleibt man irgendwie so hängen und dann macht dieser. Hier so Crawler laufen. Ja, dann macht man aber so einen Turn, weißt du, weil die Crawler, die drehen dich so, die twisten dich. Ja, klar, die packen dir in die Füße. Ja, und nicht. Ja, die Baby, das machen Babys so. Ey, die gepunchten Waffen, ne? Gar nichts. Ist als würde ich mit Placebos. Gar keine echten Kugeln hier. Naja, Runde 24, soweit hat früher niemand gespielt. Klar, war das nicht die Karte, wo man bis Runde 1000 und so gespielt hat? Ja. Wo irgendwie dann Kinder verhungert sind? Nee, die Eltern der Kinder sind verhungert. Aber die Gewalteffekte waren hier so geil. Was denn? Alles gut? Die kommen immer näher, die kommen immer näher.
Ja. Brom Knight Dumpster Babies. Ja, die machen mir am meisten Sorgen immer. Weil wenn eins explodiert, läufst du durch, dann kriegst du eine Doppelkelle. Da! Ja, ey, das, Doppelkelle. Ich hab nur einen Schlag bekommen. Ja, das ist eine belgische Doppelkelle. Das war nur ein Touch. Guck mal, wie kurz der Affe auch ist. Ich schaff's nicht gerade so. Du kannst jetzt aber kein Ding holen. Keinen Nogger, glaube ich. Warum, oder? Ja, wenn du da hinten drin bist, bist du tot. Noch ist keiner da. Noch ist keiner da? Da kommen sie doch alle. Ich versuche dich zu decken. Hast du? Warum stirbt der nicht? Los, raus! Jetzt aber raus hier. Hattest du einen Mule? Ja. Fuck. Ja, hast eine Waffe verloren. Ja, im Endeffekt siehst du ja so, und dann so Geld geht ja relativ schnell. Wenn jetzt nicht gerade dreimal hintereinander stirbst oder so, hast du eigentlich nicht viele Probleme hier. Wir sollten die Treppe wieder runtergehen. Nein, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Wir müssen aber! Anderen Weg, anderen Weg! Oh. Wir müssen ins Kino. Die Babys schießen uns so. Schieß dich ins Kino durch. Da crawlst du ins Kino. Ich schieß mich ins Kino durch jetzt. Ich bin im Kino. Schieß dich ins Kino. Ins Knie. Wer stöhnt denn da eigentlich immer so heftig? Immer so ein. Hm. Hörst du das ab und zu? Vielleicht krabbelt Hitler? Oh oh. Oh oh. Ich komme nicht weg. Komm jetzt durch. Oh. Oh, wie ich dir den Arsch gerettet habe. Ich habe mir selber den Arsch gerettet. Ich hab dich gecleaned, Alter. Ich hab dir einen Po abgewischt. Gecleaned hat er, ey. Ich hab ein feuchtes Zebra genommen und hab Product Placement gemacht. Und rein damit. Peng. Oh, nichts passiert. Lass mal punchen, oder kannst du, oder ich brauche nämlich, ich will was testen, ich will die eine Waffe hier mal, die HS-10, ob die dann Akimbo geht. Irgendeine war doch hier mal Akimbo, oder war es die Spast? Ich weiß nicht. Was punchst denn du jetzt da? Die Regal? Ja, Mann. Reos Ganos? Ja, Akimbo. Boah, Akimbo. Die war richtig nice. Das hier alles ist. Das aber guck mal hier, nicht. Dieser Projektor, der sieht auch echt so aus wie der Projektor in IW. Das ja, ja, ne? Ja, gut, die sahen halt so aus. Ja, aber finde ich irgendwie cool, dass sie dieses, du gehst in einen Projektor mit einem Teleport. Das ist eigentlich schon wieder so eine Anspielung, oder? Auf den. Ja, ich denke schon. Oh, klassischen. Oh, hier ist ein Fernseher mit geheimen Infos. Hat das schon jemand analysiert? Ja, tausendmal. Es ist schon fürs Easter Egg analysiert worden. Er nagelt echt noch, Alter. Ja, ich bin ja arm. Hunde 24. Naja, du bist ja auch ein reicher Nazi. Naja. Ich bin armer Schude. Das ist ein Schuldenjude. Schude. Schnude. Ein Schnude. Was ist jetzt los? Ich hab keine Ahnung. Irgendjemand will die Seelen gefetcht kriegen. Fetch my souls. Fetch my souls. Aber ich muss erstmal hier den doppelten Malz aktivieren. Alter, wie viele Hunde? Boah. Fallen sie vom Himmel, Alter. Falling Dogs from Space. Die fallen ja einfach so vom Himmel. Ja, die dürfen gar nicht vom Himmel fallen. Boah, aber Akimbo ist nice. Akimbo ist gut. Geil, ja. Richtig geil. Guck mal hier. Ich hab voll die... Ich glaube, ich brauche aber für die Waffe hier schneller nachladen. Das besorge ich mir mal schnell. Hast du es auch? Nein. So ein Quickie. Schon lange nicht mehr. Und wo ist es? Wo ist es? Da. Hm? Oh, das ist durch die Wand. Ist einfach abgehauen. Ja? Aber die Munition geht halt wahnsinnig schnell leer, wenn du aus zwei Rohren schießt. Ja, das kenne ich. Ready? Hier vorne und hinten rauskommt, ja, ja. Sind wir wirklich jetzt schon Welle 26? Wir? Ja. Wie kann das sein? Naja, was heißt schon? Wir sind ja auch schon wieder eine Stunde aktiv. Was? Wir spielen jetzt eine Stunde? Ich habe Frau und Kind. Ja, genau. Verpflichtung, Mann.
Die Kinder schlagen mir ins Gesicht, wenn keine Videos kommen. Ja. Yeah. Und die Frauen wollen mir nicht die Palme polieren. Ohne Videos. Nee, da gibt's keine Palmenpolitur mehr. Nee, da ist die. Ist Palmenfreude ist vorbei. Da ist nicht mehr Palm Springs. No palming. Was ist hier los? Hallo! Achtung! Kreuztipp! Akimbo! Frostbuddies! Oh, oh, oh! Das war aber ganz schön riskant, was du da eben gemacht hast. Aber er cross. Oh, 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 Achtung! Treppe runter! Treppe hoch! Nebel! Eine offene Windel! Offene Windel! Das ist echt schlimm, oder? Eine offene Windel. Ja, die geschlossenen sind auch nicht besser. Die Dinger einmal voll sind. Oh, das war eben gerade so gewagt. Profis haben jetzt wahrscheinlich die Stirn geklatscht. Wie kann er das wagen? Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich jetzt schon 100 Kommentare drunter. So kann man das nicht spielen! Darf man so nicht spielen, das dürfen die gar nicht so eigentlich, ne? Nee, man muss das anders spielen. Wir laufen immer grundsätzlich auch nicht im Uhrzeigersinn an der richtigen Stelle. Wir haben auch zu viel Spaß. Das darf auch nicht. Nee, Zombie-Modus darf keinen Spaß machen. Nee, ist verboten. Eine ernste Angelegenheit. Oh, wie lange man hier benebelt ist! Nein! Oh Gott! Zwei auf der Bühne ist irgendwie zu viel Star-Rummel. Ja, aber woanders kann man nicht kiten. Doch, klar, aber das ist langweilig. Kannst du mich nicht holen. Glaube ich nicht. Geschütz anmachen. Ah, Geschütze. Geschütze! Ah! Was hast du getan? Ich weiß. Ich dachte, das beschützt mich. Ich habe doch nicht so viel. Ich bin besser als du. Ja, ich hätte halt, wie gesagt, ein bisschen Pech. Aber guck mal. So gesehen. So gesehen, ja. Nee, ja. So gesehen. Es gibt keine Ausrede. Ich habe mehr Punkte als du. Das ist aber Premiere. Ich hab gewonnen, ich rufe jetzt meine Mutter an. Tja, hier gibt's heftige Explosionen und schwarze Mama. Männer verbrennen. Vielleicht machen wir nochmal eine Runde. BO1, aber nicht Kino, sondern. Keine Ahnung, was haben wir denn hier noch? Mond? Ich weiß nicht. Sagt, was ihr gern sehen würdet, liked ein bisschen und dann sehen Schaut wir mal bei schon Kreis vorbei, der hat Special Content in seiner Folge. Oh, ich hab Spezial Content. Da tanzen aus Frauen, meiner Sicht ist alles Frauen. Besser. Ja, schaut mal vorbei. Also, danke fürs Zusehen, Bewertung nicht vergessen, eure Wunschkarte drunter schreiben. Oh, tschüss.